Ist ja gut, Alter, immer diese Fragereien. Handelscheiben, schwarze Reifen, Waffen zeigen, Apfel beißen. Ich laber Scheiße, los geht es, Mensch, mal tun. Wen wollt ihr dissen? Sie Kuttelfisch, ich bin cool. Und damit, liebe Freunde, willkommen zurück zu Splatoon Online. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kommentare ich in den letzten Wochen oder Monaten bekommen habe, dass ich doch bitte wieder mit Splatoon Online anfangen soll. Und ja, was soll ich euch sagen? Ja? Man kann euch auch keinen Wunsch irgendwie abschlagen, ist das so? Ja. Jetzt gerade an der Stelle, wo noch so viele Schuhzaun, genau, zuschauen. Nicht der Schuhzaun, zuschauen. Wo gerade noch so viele zuschauen. Ja, das klingt jetzt wieder wahrscheinlich wieder ein bisschen like-geil oder so, aber haut mal auf den Daumen-Hoch-Button, damit ich so ein bisschen signalisieren kann und schauen kann, ja, wie viele Leute denn gerade noch so am Start sind. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie seit gefühlt einem halben Jahr kein Splatoon mehr gebracht und so, und regelmäßig, da will ich gar nicht erst von reden. Deswegen haut mal raus, wie viele sind noch geblieben, ja. Am Ende sind es bestimmt so 20 Leute, ja, aber ist mir egal. Ja, dass wir uns so ein bisschen verständigen können, ja. Wie viele Leute denn noch da sind, ja, von damals. Ja. Die Leute, die den Hype trotzdem noch überwunden haben und trotzdem noch ein bisschen Splatoon bei mir schauen. Gucken wir mal. Ich will auch gar nicht versprechen, dass das hier weiterhin regelmäßig kommen wird oder so, weil, naja, wie ihr gemerkt habt, ist der 12:30 Uhr Slot nicht mehr der Splatoon-Slot. Oder anders gesagt, der Splatoon-Slot ist nicht mehr der 12:30 Uhr-Slot. Das ist nicht mehr so. Ne? Früher war das ja gang und gäbe vor einem Jahr, dass an jedem Tag mal Splatoon gekommen ist um 12:30 Uhr. Heute ist das überhaupt nicht mehr so. Heute habe ich andere Projekte, die ich damit, ich sag mal, fülle mit dem Slot. Das heißt, ich habe mein Yo-Kai Watch, und was nach Yo-Kai Watch um 12:30 Uhr kommt, das weiß ich nicht. Ob das Splatoon wiederkommt um 12:30 Uhr, das wird man sehen. Ich denke auch, dass ich dieses heutige Pärtchen, ja, dafür nutze, mal ein bisschen darüber zu talken, was denn hier noch alles kommen kann mit Splatoon und mit meinem Kanal und generell das Ganze. Ihr wisst Bescheid. Dass wir da so ein bisschen die Fragen klären, wie oft das Ganze kommen wird, ob das Ganze regelmäßig kommen wird. Ne, dass wir das so ein bisschen verbal ausbumsen, sage ich jetzt mal. Ne? Dass man da die Fragezeichen, die es dazu noch gibt, dass man die, ja, die Fragezeichen in den Gesichtern ein bisschen wegphotoshoppen kann. Okay, gut. Ich glaube, das letzte Mal, als ich Splatoon wirklich gebracht habe auf YouTube, war, glaube ich, der Livestream. Kann das sein? An Halloween, wo ich Zombie U gespielt habe und dann irgendwie nach einer halben Stunde gestorben bin und mir gedacht habe, was machst du jetzt? Ach ja, komm, lass mal noch ein bisschen Splatoon spielen. Das wollen sowieso die meisten sehen. Na, aber ich weiß nicht so genau, wie ich diesen Part hier aufgezogen habe. Ob am Anfang so ein kleiner Einblender kam mit verschiedensten Kommentaren von wegen, ja, wann kommt denn Splatoon? Ja, ja, macht er wieder Splatoon, Kai, hallo. Sodass ich vielleicht da so ein bisschen, weiß ich nicht, die Ernsthaftigkeit dieser Lage unterstreichen kann. Denn, naja, kaum kommt mal kein Splatoon mehr für die nächsten Monate, steht YouTube Kopf oder was. So sieht's mir jedenfalls aus, ne, weil ich bekomme wirklich wöchentlich hier und da wirklich mal ein paar Kommentare reingedrückt mit der Frage, wann denn wieder Splatoon kommt, ob ich denn wieder Splatoon machen kann, und ja, ich lebe noch, ich bin noch da, aber ich kann euch wirklich nicht versprechen, dass das hier regelmäßig weitergeht. Besonders, naja, mit der Wii U-Version nicht. Wisst ihr Bescheid, ja. Jetzt weiß man nämlich auch schon, worüber ich in diesem Part noch weiterhin rede, da. Geil, direkt wieder alle gespoilert. Aber trotzdem dranbleiben, es bleibt spannend, ja. Also, ja, Splatoon kam länger nicht mehr, ja. Und daran merkt man ja auch, dass ich vielleicht nicht mehr allzu viel Bock habe, Splatoon zu spielen, ne? Wenn ich dann mal Bock habe, dann spielt man das in irgendwelchen Livestreams oder so, aber so als Let's Play-Projekt, ne, weil ich bekomme auch hier und da mal den Kommentar reingedrückt von wegen, musst du immer über Themen reden? Red doch mal über das Spiel! Dann frage ich zurück, ja, worüber soll ich denn im Spiel noch reden? Das, Jungs, was soll ich denn noch machen? Soll ich, On-Topic machen, oder wie ist das zu sehen? Jungs, Mädels, ich kann kein On-Topic mehr in diesem Projekt machen. Es geht nicht. Weil ich habe das knapp 100 Parts lang, wenn überhaupt mehr Parts lang gemacht, und was soll ich euch erzählen? Ich kann kein On-Topic mehr machen. Außer ich mach's jetzt zwanghaft, weil ich nichts anderes zu bereden habe, so.
Und das ist auch das Problem. Ich habe nicht jedes Mal Themen am Start und... Naja, da das hier ein Themenprojekt war und immer noch ist... Bis zum heutigen Tage... Sag ich mal so. Man kann sich nicht jeden Tag Themen... bereitstellen und zurechtlegen und... Ich könnte... Also, ich hätte vielleicht, wenn ich wirklich Bock gehabt hätte, jeden Tag ein Thema abhandeln können, aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Also nicht mehr so viel Bock. Ich meine, als Platoon für die Nintendo Switch angekündigt wurde, da habe ich auch keinen Part drüber gemacht. Obwohl ich es vielleicht hätte machen sollen, für die Klicks und so weiter. Aber... Klicks und Platoon, das kriege ich ja sowieso nicht mehr unter eine Decke, ja. Deswegen. Ne, ich sag mal, diese Kommentare, die ich von wegen Splatoon bekomme, es sind jetzt nicht so viele, aber ich blende die ja nicht aus. Ich sehe ja, dass da immer noch ein bisschen Nachfrage ist, wenn auch nicht so hoch. Ne, ich meine, es ist jetzt genauso viel, als würde jemand fragen, Kai, was ist denn mit Terraria? Warum kommt das denn nicht, Kai? Bist du vollkommen behindert? Was soll denn das? Wollen Sie mich vollkommen abziehen? Wenn Sie mich weiterhin als Konsument für Ihre Videos haben wollen, dann machen Sie gefälligst Terraria, hallo. Und jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Da habe ich keinen Bock drauf. Mich von den Abonnenten immer so, ja, herumkommentieren zu lassen. Ich mache immer noch das, worauf ich Bock habe. Natürlich beherzige ich eure Vorschläge und so, aber... wenn ich selber sage, Jungs, ich habe da echt gerade keinen Bock auf Splatoon, dann mache ich kein Splatoon mehr. So einfach ist die Kiste, ja. Ob das Ganze sich ändern wird, ja, bezüglich Splatoon Switch. Ne, nicht Splatoon 2, sondern Splatoon Switch. Ihr wisst schon, dieser Switch-Port für Splatoon, ne? Kennt man, glaube ich. Wir reden im nächsten Kampf mal darüber, wie das denn ist, ne? Ob das ganze Projekt denn regelmäßig kommen wird und regelmäßiger kommen wird als das hier, wenn wir die Switch-Version haben. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich rede trotzdem mal so ein bisschen drüber und versuche da wirklich jedes Fragenmaul zu stopfen. Und ich denke, da kriegen wir einige Antworten bei rum. Dranbleiben. Es wird spannend. Weiterhin spannend. Ja. Wisst ihr Bescheid. Germi und Totofs haben übrigens richtige Bretterwitze rausgehauen bezüglich dem Namen von Splatoon in meiner Eigeninterpretation. Und zwar erstmal Splat nun oder Spalt nun. Richtige Brüllerwitze von den beiden, ne? Aha. Ja, lustig, ja. Ja, Kai. Also, back to topic, ja. Nach diesem Cringe-Moment muss man sich auch wieder den Ernst des Lebens... zurück befassen, und zwar ja, Splatoon Switch, wenn das Ganze rauskommen wird, und ich gehe mal davon aus, dass Splatoon Switch zum Release der Switch rauskommt, was ja auch Sinn macht, weil Splatoon Switch ist nichts anderes als ein Splatoon-Port für die Nintendo Switch, ne? Nur mit dem Unterschied, dass es wahrscheinlich neue Stages geben wird, es wird neue Maps geben, und das ist eine nice Sache, definitiv. Und da ist natürlich die Frage des Tages, die es zu beantworten gibt. Kai, erstmal wirklich, ja, ohne jetzt irgendwie dich anzumaulen, aber was hältst du davon, wenn du Splatoon regelmäßig zurückbringst mit der Switch-Version, ja? Also was auf jeden Fall passieren wird, ist folgendermaßen, dass es auf jeden Fall täglich kommen wird. Es wird auch wieder von Null anfangen. Ich denke mal, ich mache die Story, denke ich mal, wieder. So nach längerer Zeit kann man sich das auch mal wieder gönnen, ja. Die Story wird gemacht. Das Online-Let's Play kehrt zurück und dann auch wieder von Anfang bis Ende. Ich denke auch mal dann wirklich ein On-Topic erstmal wieder für die ersten Parts, weil es kommen neue Strecken dazu, beziehungsweise Maps. Es kommen neue Waffen dazu, das ist ja schon soweit bestätigt. Es gibt neue Möglichkeiten, den Inkling zu dekorieren mit irgendwie anderen... Frisuren, mit dem ganzen Zeug halt. Hallo, Brudes! Mit anderen Frisuren. Und
Da kann man gespannt drauf schauen, was da noch dazu kommt. Ja. Ich denke, am 13. Januar wissen wir sowieso mehr. Nicht nur zur Switch, sondern auch zu Splatoon Switch und so weiter und so fort. Ne? Und ist auf jeden Fall eine richtig krasse Sache. Das muss man ganz klar so sagen. Ja. Ich bin gespannt drauf. Aber ich kann euch sagen, es wird dann ab Switch wieder regelmäßiger kommen. Nicht so wie hier, wo das Projekt einfach nur tot ist. Und das ist berechtigt tot, weil... Was soll ich euch noch zeigen? Ich kann euch höchstens noch von meinem Leben erzählen, aber das tue ich ja schon in Clash of Clans oder sonst wo. Oder keine Ahnung. Mir gehen die Ideen aus, ja. Hide and Seek könnte man mal wieder machen, aber dann ist so das Problem... Ich muss erstmal wieder Lust auf Hide and Seek haben und... Ich muss Leute für Hide and Seek haben und... Das ist alles so schwer unter den Hut zu kriegen. Wisst ihr? So sehr ich auch Hide and Seek machen möchte und so weiter. Und viele fragen da ja am meisten nach. Also es gibt mehr Leute, die fragen, wann denn wieder Splatoon Hide and Seek zurückkommt, als das Let's Play hier. Weil Hide and Seek einfach gefragter ist. Ja? Deswegen. Man wird sehen, was die Zukunft zeigt. Habe ich jetzt schon 4 Kämpfe gemacht? Ich glaube ja. Könnte sein. Waren das jetzt 3 oder waren das jetzt 4? Ich glaube, es waren 4. Ja. Ja. Oder? Wisst ihr was? Ist mir egal. Ich beende jetzt den Part. Ja. Mir gleich, ob das jetzt 3 oder 4 Kämpfe waren. Ich denke, es müssten, aber... Ich glaube, es waren sogar 3. Aber ist egal. Abschließend zu dem ganzen Thema. Ja, ich weiß, ich habe nicht viel gesagt, aber... Es gibt dazu auch nicht viel zu sagen, weil es ist und bleibt einfach ein unregelmäßiges Let's Play. Dieses Let's Play jedenfalls von der Wii U-Version. Und ich kann euch sagen, daran wird sich jetzt wahrscheinlich bis zur Switch-Version nichts ändern. Dann, wenn die Switch-Version kommt, werde ich dem Ganzen wieder etwas regelmäßiger gestimmt sein. Ich werde täglich Parts bringen. Dann wird es wieder die Waffentests geben. Wir machen wieder so ein paar... Ja, wir machen die Tests dann von den neuen Maps, aber auch von den neuen Waffen. Und das Ganze wird auch wieder ein bisschen regelmäßiger kommen. Es wird auch wieder in den On-Topic-Bereich gehen, dass ich wieder so ein bisschen über das Spielgeschehen an sich rede, weil... Naja, man könnte jetzt sagen, ja, aber guck mal in Clash of Clans oder in Clash Royale, da hast du auch so 120 Parts oder so in den Dreh rum bei Clash Royale. Bei Clash of Clans sind es 300 und da redest du auch noch On-Topic. Ja, das ist so, weil jeder Kampf etwas anderes ist. Kein Kampf ist gleich. Und hier haben wir die gleichen Maps. Hier haben wir... Hier ist das schwer zu sagen, wisst ihr? Splatoon mit Clash of Clans und Clash Royale zu vergleichen, ist ein bisschen schwachsinnig. Auch gerade... Ja, auch wenn das Argument stimmt, dass Splatoon auch nicht immer die gleichen Kämpfe hat, es bleiben trotzdem die gleichen Maps. Unter anderem auch die gleichen Spieler, wenn man wirklich immer in den gleichen Räumen ist. Und, das Problem ist und war bei Splatoon immer, dass es nur 2 Maps zur Auswahl gab. Und ja, das muss man ändern, definitiv. Ne? Ich möchte, dass bei der Splatoon Switch-Version 3 Maps Minimum zur Auswahl stehen. Weil dann hat man auch wirklich immer diese Variation und kann dann auch immer, ja, ein bisschen verstärkt in den On-Topic-Bereich gehen. Ne? Wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ihr seid in the building, ob die nächsten Tagen, Wochen, Monate wieder Splatoon kommt. Das wird sich zeigen, wenn ich darauf Bock habe. Mal gucken, vielleicht bringe ich aber auch wieder Hide and Seek oder sonst was. Oder ich mache einfach gar nichts, so wie immer. Wird man sehen. Haut rein. Ciao.